So, hallo und herzlich willkommen zum 5. EC-Rennen der Art of Friends Community. Wir sind auf einer wirklich sehr, 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 sehr schönen Rennstrecke, wie ich finde. Der Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico City. Vor 5-6 Jahren umgebaut für die Formel 1. Jetzt fahren hier Langstreckenfahrzeuge über den Kurs. Wir haben noch 2,5 Minuten in diesem Training. Wir haben uns leicht verspätet. Entschuldigung. Kommt hoffentlich nicht doch mal so schnell vor. Ja, was haben wir zu besprechen? Genau. Die Standings aktuell, die Stände. Wie es denn aktuell aussieht. Das hier sind die, das hier sind die Team-Standings der NLP1 aktuell nach dem Rennen Kyalami vor 2 Wochen. Reefer Racing mit Pavel Bier und Jakob Bauer führt die Meisterschaft noch an, gefolgt vom Dürschka Racing Team mit den beiden Brüdern. Gerade mal 7 Punkte Differenz, also da ist auf jeden Fall noch nichts entschieden. Danach das Phoenix-Team mit Sascha Gerards und Marius Tönnissen, Martin Priesters und Marek Nitsch. Für das AC Forum SK-Team im Ginetta sind auf der 4. Auf Platz 5 sind Eddie Chan, ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen, Mark Davy und Karim Hashisha. Für das Barbarians Racing Team, die sind auf Position 5. Karim Hashisha übrigens ein Tunesier, ich bin auch halb Tuneser, es ist schön. Und Rebellion Racing dann auf der 6. Mit Pascal Polenz und Marvin Schumacher. Pascal Polenz, ein Fahrer, den ich auch schon sehr, sehr lang kenne. Dann geht's weiter mit den Overall-Standings der LMP2 nach dem letzten Rennen. Dafür G-Drive mit 99 Punkten. Da gefolgt von End Racism. Dann das Marlboro Racing Team, Team LC50 auf der 4. Jackie Chan Racing auf der 5, United Autosport ist 6. 7. ist Valvoline Racing und Team IRT ist 8. Und hier die Standings der GTE, da sind F2W Motorsport, entschuldige, sind da momentan führend mit 140 Punkten, 10 Punkte dahinter das In-the-House-Team mit Gilles Buxer und Tommy Azzolin. Dann das Full Throttle Team im Ford GTE auf der 3, Porsche Racing auf der 4, Aston Martin Racing auf der 5 mit Sophia Fischer, die einzige Frau im Feld. Dann das Corvette Racing Team auf Position 6, wenn ich das richtig sehe. Ja. Auf der 8 ist E-Drive Sport, glaube ich. Dann auf der 9 Deke Motorsport und Chip Ganassi ist dort aktuell letzter. So, das waren die Standings. Training ist vorbei. Tobias Dürschka mit der schnellsten Zeit vor Nitsch und Priesters. Bauer auf der 4, Bier auf der 5, also Jakob Bauer auch in diesem Training wieder schneller als sein Teamkollege. Daniel Söhl ist 6. Fabian Dürschke 7. Der gestern das GT1-Rennen ja mehr oder weniger dominiert hat. Mit einem kleinen Fehler, aber den hat er ja gut ausbessern können. Dann Treusler auf 8, Ruderkopf ist 9. und Krause 10. Zumindest im Overall. So, damit haben wir jetzt die Standings hinter uns. Daher würde ich sagen, gehen wir einmal kurz durch die Boxengasse in Mexico City.
So, hier haben wir einen der Ginetta-Fahrzeuge, das ist Daniel Söhl. Da haben wir einen Ford GTE. Dann die zwei BMW M8 GTE von Diakowski und Müller. Dann die beiden Porsche. Wollen wir mal schauen, ob wir dieses, ob wir an diesem Wochenende auch wieder einen schönen Fight erleben, so wie in Kialami vor zwei Wochen, wo sich Diakowski und Zollinger das gesamte Rennen über um den Sieg gestritten haben. So, hier haben wir die LMP2 in Startnummern 84 und 83. Das sind Picholin und Rudakov. Dann haben wir hier das Jackie Chan DC Racing Fahrzeug. Da ein weiterer Ligier. Dann die beiden Refuel LMP1 von Jakob Bauer und Pavel Bier. Dann die beiden Toyota, die letzten zwei Rennen gewonnen haben, von den Dürschka-Brüdern. Dann nochmal zwei Ginetta aus der LMP1 und dann ein weiterer Rebellion. Mit der Startnummer 66, das ist Marius Tönnissen. Und hier der Blick von der letzten Kurve aus, wo es dann hoch zur Geraden geht. Und wir gehen nochmal in eine kurze Pause. Wir sind gleich wieder da. So, wir sind zurück. Wir sind jetzt im Qualifying und wie man sehen kann, es fahren alle raus. Jeder will jetzt eine Zeit setzen. Oder sind noch welche in der Box? Aktuell, ja gut, ein paar sind noch drin. Porsche fährt jetzt raus, das ist Azolin, genau. Doch der zweite Porsche fährt raus. Fährt aber ganz schön früh, zickzack, der Toyota. Somit haben wir nur noch Jakob Bauer und Cabrol in der Box. Das ist Nietzsche, da war wohl auch noch drin. Ja.
Ja, wir bleiben mal bei Tobias Birk da und schauen uns mal eine Runde auf dem Hermanus Göttinges an. Oder vielleicht auch nicht. Gut, dann bleiben wir bei Treustar hoffentlich. Schauen wir uns eine Runde hier an, die lange Gerade. Gab es auch schon früher, die Strecke ist schon ziemlich alt, schon in den 60er Jahren wurde ich hier gefahren. War gerade gefahren, sieht aber neu. Hier, das wurde alles restauriert und umgebaut. 2014, 2015 fuhr dann die Formel 1 zum ersten Mal hier. Seit, glaube schon 32, 33 Jahren oder so, war Pause. Jetzt fährt die Formel 1 wieder auf dieser Strecke hier. Auch die WEC war hier. Die echte. Und Fabian Birschka wird hier die erste schnelle Rundenzeit hinlegen. Und Tobias Birschka, Fabian Birschka, die Zeit wurde wohl nicht gewertet. So, haben wir noch 11 Minuten im Training, also im Qualifying. Und das ist eine Outlap. So, Priester ist aktuell auf 3 und auf Verbesserung. Jakob Bauer hat sich noch davor geschoben. Jetzt Priesters, der kann er sich verbessern? Er hat sich verbessert. Aber für die Zeit von Jakob Bauer reicht es dicht. Tönnissen hat sich jetzt verbessert auf die 2. Aber man sieht die Toyota wieder in ihrer eigenen Liga. Also privaten LMP1 haben nachgelassen über die letzten 2 Rennen. So, Daniel Söhl. Ein Bike Colles ist das. Nicht der Ginetta, das ist ein Bike Colles LMP1. Er ist gerade auf Verbesserung. Da vorne ist einer eingeschlagen. Das war ein Ginetta. So, Daniel Söhl, wo geht's für ihn hin? Auf Platz 4. 1,25, 3 und 6. Die beiden Dürschka-Brüder sind wieder auf 1 und 2. Dann Marius Tönnissen. Dann Daniel Söhl, dann Jakob Bauer, Martin Priesters und Pavel Bier. Das sind die 7 LMP1, die heute am Start sind. Treusler hat die Pole in der LMP2 aktuell. Und in der GTE hat Tommy Akolin
aktuell die Führungsposition. Noch keine Zeit gesetzt. Okay, da hat einer schon eine Zeit gesetzt, aber noch keine Zeit gesetzt haben zum Beispiel Jonas Malmann und Pranata. Delta aktuell rot. Einfach keinen guten Exit aus der letzten Kurve genommen zu haben. Jetzt hier die erste Schikane. Die auch ein bisschen tricky ist. Weil die Strecke schon relativ breit ist und man kann da sehr schnell weit rausfahren oder ja, komplett geradeaus fahren. Jakowski aktuell auf grünem Delta. Hinter ihm ein LMP1. Der jetzt natürlich nie vorbeikommt. Das kostet Zeit. Dann jetzt hier in die S-Kurven, in die S's. Sehr flüssig zu fahren, die und natürlich auch stark umgebaut. Die waren früher, hatten die Kurven einen viel höheren Radius. Dieser Teil hier ist auch neu. Hier durchs Baseballstadion hindurch. Oh, da hat sich Pavel Bier gedreht, wenn ich das richtig gesehen habe. Auf jeden Fall ein Refuel-Racing-Fahrzeug. Früher ging es nämlich da noch außenrum, um dieses Baseballstadion herum. War eine leicht gebankte Kurve früher. Das Banking ist heute absolut nicht mehr zu sehen. Es hat sich einiges getan hier in den letzten 30, 40 Jahren. Jakowski hat sich auf Platz 2 geschoben in der GTE-Wertung. Wenn Fabian Dürschke eine Sekunde langsamer ist als sein Bruder Tobias. Das ist Gigi Buxer im zweiten Porsche. Wir haben heute nur 5 GTE am Start, wenn ich das richtig sehe. Ja, nur fünf Leute. Tobi Dürschke, denke ich, wird es mit seiner Runde auch zufrieden sein auf Platz 1. Ich denke nicht, dass er nochmal rausfahren wird, aber ich denke mal, bei Fabi Dürschke wird noch was drin sein, dass er sich da noch ein bisschen nach vorne arbeiten kann. Vor allem ist auch Beach und Tönnies, die sind auch nicht weit weg von ihm, von Fabian Dürschke. Also Platz 2 könnte es auch noch spannend werden. Jakowski nochmal auf Verbesserung.
immer noch Zweiter. Mit 2/10 Rückstand. Michael Krause. Aktuell schnellster in der LMP2-Klasse. Krause mit Quersteher, hat ihn aber fangen können. Aber die Runde ist beim Teufel. Ja, er ist jetzt hier auch den schnelleren LMP1 vorbei. Jakob Bauer, aktuell nur Siebter. Doch gerade nicht auf Verbesserung. Malmann hier off-track, lässt da wahrscheinlich nur die schnelleren Fahrzeuge durch. Daniel Söhl gerade auch nicht auf Verbesserung. Pavel Bier ebenso, auch der mit dem roten Delta. Alex Diakowski auch mit dem roten Delta, also auch er nicht auf Verbesserung. Granata im Toyota Gazoo Racing, TS050, ja, mit dem grünen Delta gerade. Okay, es wurde rot, also, na gut, jetzt auf jeden Fall, jetzt ist die Runde auf jeden Fall beim Teufel. Platz 9. So, dann schauen wir mal. Müller im zweiten BMW M8 gerade auf Verbesserung. Platz 19 overall und ist damit auch letzter. Bleiben wir mal bei ihm. Aktuell ist er in Delta Grün. Jetzt war es das. Die Runde kann er nicht mehr verbessern. Daniel Söhl. Mit rotem Delta. Auch er ist gerade nicht auf Verbesserung. Ist aktuell überhaupt jemand auf Verbesserung? Jakob Bauer ist es. Jakob Bauer auf Verbesserung gerade. Die Runde darf er noch zu Ende fahren. Qualifying ist nämlich vorbei. Die beiden Dürschka-Brüder sind durch und haben wohl die Pole Position im Sack. Nietzsche ist aktuell Dritter. Pavel Bier Vierter. Tönnissen Fünfter. Und Jakob Bauer liegt gerade auf Sechster. Da ist aber, wenn man sich das Delta anguckt, noch ein bisschen was drin bei ihm. Vielleicht geht es ja ein paar Positionen nach oben. Hinter Bauer aktuell Daniel Söhl, Martin Priesters und Pranata mit der Nummer 39. Wenn Krause wohl die Pole in LMP2 hat und Azzolin hat die Pole in der GTE vor Alexander Diakowski. Doch jetzt Jakob Bauer kommt über die Linie. Noch ist das Delta grün. Wo geht's hin? Bleibt auf der 6. Damit ist das Qualifying jetzt durch und wir hören uns dann gleich beim Rennen wieder. Also bis gleich.
So. Wir sind im Starting Grid. Noch 2 Minuten und 22 Sekunden bis zum Rennstart. Wie immer 2 Stunden. Zumindest bei diesem Rennen. Wir haben noch ein 8-Stunden-Rennen, ein Endurance-Rennen. Das findet in Spa statt. Das dauert aber noch ein bisschen, bis wir dann dort sind. Wir gehen jetzt nochmal kurz die Starterstellung durch. Also auf der Pole steht Tobias Dürschka vor seinem Bruder Fabian Dürschka. Also wieder Toyota-Doppelführung. Dann Nitsch auf der 4, auf Platz 5. Halt, stopp, auf 3 liegt Nitsch, auf 4 ist Pavel Bier, Entschuldigung. Auf der 5 liegt Marius Tönnissen, auf der 6 Jakob Bauer, auf 7 Daniel Söhl. Das sind die LMP 1. In der LMP 2 hat Krauser die Pole vor Pichulin, Rudakov, Treusler und Cabrol. Das sind die einzigen LMP 2, die am Start sind. Und Azulin hat die Pole in der GTE, in seinem Porsche 911 RSR. Dann Alexander Diakowski, dann Gilles Bruxer, dann Jonas Malmann und dann Müller im zweiten BMW M8 GTE. Das ist die Starterstellung. Wir haben noch 1 Minute bis zum Rennstart. Nach 30 Sekunden dauert nicht mehr lang, dann gehen die Lichter an. Da sehen wir die Lichter schon. Die 5 roten Lichter sind an. 2 Stunden Mexiko. Es geht los. Ja, und die Toyota kommen super weg. Fabian Dürschka setzt sich direkt in den Windschatten. Meine Güte, haben die einen Vorsprung. Pranata ist auch schon Dritter. Also jetzt haben wir schon eine Dreifachführung für Toyota. Hinten wird es ein bisschen eng. Das ist Pavel Bier, der da ein bisschen off-track gegangen ist. Ist hier side by side mit Tönnissen. Halt, nee, das ist nicht Tönnissen, das ist Nitsch. Behält jetzt aber die Nase vorn. Also, die beiden Dürschka vor Pranata, dann Pavel Bier, dann Nitsch, dann Bauer, Priesters und Söhl. Wie sieht's hinten aus? Krause hat die Pole in der LMP2 behalten. Die Führung meine ich, Entschuldigung. Dann Treusler auf 2. Auf 3 Cabrol, auf 4 Pichulin. Und da ist ein LMP2 langsam. Cabrol ist das. Okay, jetzt fährt er wieder. Da ist auch ein weiterer LMP1 weit nach hinten durchgereicht worden. Tönnissen. Und vorne muss was gewesen sein. Achtung, Pichulin hier side by side. Mit Rudakov. Bei den Teamkollegen. Das ist Pranata, der jetzt an beiden vorbei buchtet. So, Bauer und Bier jetzt auf 3 und 4. Also, die haben einen guten Start erwischt. Solin die Führung in der GTE behalten hat vor Diakowski. Und da kommt jetzt Cabrol in Jackie Chan Orica.
dass er sich jetzt erstmal dazwischen setzt. Die Tiefen hier sind eng beisammen. Es sind Pavel Bier, Jakob Bauer, Priesters und Nitsch, da war einer der Dürschkas draußen. Deswegen ist jetzt Bier auch dran. Aber er hat leider nicht diesen Boost, den der Toyota hat. Achtung, im Hintergrund Priesters und Nitsch. Auch hier Teamkollegen. Da hat alles gepasst. Daniel Söhl, 9. Gesamt. Und hier Azulin, der führende in der GTE, hat hier wieder mit Diakowski zu kämpfen. Wie schon in Kyalami vor 2 Wochen. Diakowski aber dran. So, 3 Runden sind bereits absolviert. Und das ist Nitsch, der gleich Pavel Bier angreifen wird. Hier kann man das gut auf der First-Person-Kamera sehen. Jakob Bauer wohl einige Plätze zurückgefallen. Hat einen Fehler gehabt. Fabian Dürschka kommt nicht so wirklich an seinen Bruder ran. Wir haben schon 10 Sekunden Abstand. Wir hatten in dieser Saison auch bis jetzt noch keinen einzigen anderen, also noch keinen dritten Sieger, beziehungsweise keinen, also vom Team her. Bis jetzt haben nur New Fuel Racing und Dürschka Racing Siege eingefahren. Aber gut, die Saison ist doch lang. Wir haben noch 3 Rennen. Wir sind jetzt im 5., also im 5. von 8. Also es bleibt spannend in der Meisterschaft. Diakowski ist wohl vorbeigegangen. Diakowski ist vorbeigegangen an Azulin. Das Blatt hat sich jetzt wohl gewendet. Frage ist, kann er sich jetzt absetzen? Fährt hier auch schon direkt in. Mazzolini hier bloß keine Möglichkeit zu geben. Sie überholt, da war in einem P2 in der Wiese, Treusler. Da war wohl ein Dreher drin. Und jetzt sind wir wieder bei den beiden hier. Die erste Kurve. Also man kann am Anfang der langen Geraden auch ruhig mal nach innen fahren. Aber wenn der
Gegner viel mehr Topspeed hat. Man kann in der ersten Schikane nämlich auch außen rum überholen, das funktioniert. Die nächste Kurve geht dann nach links. Also, es ist nicht unbedingt von Vorteil, die Innenbahn zuzumachen da in der Kurve. Da kann man auch außen rum ganz gut vorbeigehen. Und das Malmann in seinem Ford GTE hat hier auch zu kämpfen mit einem M8. Mit dem Teamkollegen von Diakowski. Dieses Mal noch keine Corvette dabei. Robert Kelso ist nicht am Start. In den Kurven kommt der BMW aber gut ran. Nitsch nach wie vor Vierter hinter Pavel Bier. Nitsch kam ja aber besser aus den S's raus. Und zeigt sich auch schon im Rückspiegel. So, jetzt hier einmal durchs Baseballstadion, Entschuldigung. Für Football wäre das ein bisschen klein. Dirschka, das war Dirschka. Dirschka ist langsam. Jakob Bauer aktuell auf Platz 6. Was ist mit Fabian Dirschka vorne? Nur noch Vierter. Jetzt im Angriff auf Nitsch. Nicht vorbei, weil jetzt kommt man in den beiden Sektoren, wo es kurvig ist. Da hat der Toyota auch nicht so die Vorteile und ist auch eine sehr weite Linie gefahren. Da muss irgendwas sein an seinem Auto. Reifen werden es, denke ich mal, nicht sein. Dafür ist das Rennen einfach noch viel zu kurz. Also Tobias Dirschka führt das Rennen nach wie vor an. Jetzt Diakowski, der bekommt wieder Besuch von Azolin. Diakowski. Außen, er kann sich da verteidigen, das funktioniert an der Kurve. Da war jetzt noch einer der Refuel-Fahrzeuge. Jakowski bleibt jedoch noch vorne, Azulin setzt sich wieder daneben und da kommt jetzt einer der führenden LMP1, nein, das ist Fabian Dirschke, das heißt, Pavel Bier ist ja gerade durchgerutscht, dann jetzt hängt natürlich Fabian Dirschka dazwischen. Gut für Pavel, dass er jetzt da abhauen kann erstmal. Schlecht für Azolin jetzt, dass er jetzt da Platz machen musste. Wie schon in Kyalami vor 2 Wochen. Wieder diese 2 hier, die um den Sieg fighten. BMW gegen Porsche. München gegen Stuttgart bzw. Zuffenhausen. Marius Tönnissen, aktuell 7. Teamkollege Sascha Geratz nicht am Start heute.
Krause wird jetzt überholt von Söhl. Und gut, da kann er sich jetzt auch nicht wehren, das ist ein LMP1, also. Das wäre sinnlos. Zwar plötzlich die Treusler mit dem Dreher jetzt 7,5 Sekunden zurück. Fabian Dürschka kommt jetzt aber auch nicht wirklich an Pavel Bier ran. Also das scheint was zu sein an seinem Toyota. Das sieht schon komisch aus. Alex Diakovski immer noch verfolgt von Tommy Azzolin. Fährt wieder Richtung Innenbahn. Verbremst sich jetzt hier aber leicht. Jetzt kann Azzolin den besseren Exit nehmen. Und er wird ein bisschen blockiert. Ja, wo soll Azzolin jetzt vorbei? Entscheidet sich für die Außenbahn. Aber Diakovski bremst später. Boah, das wird hier ein bisschen eng. Jetzt Diakovski wieder Kampflinie, wieder auf die Innenbahn. Und jetzt wird's flüssig, jetzt wird's schwierig, da vorbeizukommen. Jetzt muss Azzolin anstehen. Jetzt geht's durchs Baseballstadion. Und wieder auf die lange Gerade. Und wieder wird er sich im Windschatten ansauen. Diakovski fährt wieder auf die Innenbahn, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, man kann auch außen überholen an der ersten Kurve. Immer genug Grip hat, aber Diakovski scheint da gut wegzukommen. Verbremst sich diesmal nicht, aber die bessere Kurvengeschwindigkeit hat der Porsche. Aktuell ist das ja auch das einzige Duell auf der Strecke. Mal wieder, das hat mir Kialami auch schon. Nur hoffen wir mal, dass dieses Mal alles glatt geht und dass hier keiner irgendwen absichtlich rausschießt. Jetzt kommt Dürschka so langsam aber ran. Vorhin waren es noch 3 Sekunden hinter Bier, jetzt sind es nur noch 1,2. Hier haben wir das Duell. Pavel Bier gegen Fabian Dürschka. In den Kurven hat der private LMP1 den Vorteil. Das sieht man auch deutlich. Aber jetzt gleich auf der Geraden. Dürschka ist nah genug dran, um damit Boost vorbeizukommen. Ja, jetzt boostet Dürschka. Spätestens am Ende der Geraden hat er ihn.
oder? Könnte knapp werden. Ja, es wird sogar knapp. Also, Duschka, es reicht doch nicht ganz auf der Geraden. Aber jetzt wäre er nah genug dran. Wenn er denn einen guten Exit aus der Schikane holt, hat er jetzt nicht. Bleibt noch eine weitere Runde hinter dem Refuel-Fahrzeug. Er ist jetzt aber sehr nah dran. Das sind Tönnissen und Bauer. Ein Quersteher aus der Haarnadel. Und das ist Bauer, der sich da ein bisschen verschätzt hat beim Einlenken. Muss da jetzt einmal durch die Auslaufzone. Kabrul, der steht in der Auslaufzone. Ich konnte jetzt leider nicht erkennen, wo das war. Ich vermute mal, in den Ästen war das. Ist immer noch nicht vorbei an Diakovski. Diakovski verteidigt hier aber auch bärenstark, muss man sagen. Wenn da nicht solche kleinen Fehlerchen drin wären. So, den holt in den Kurven so viel Speed raus. Also in den Kurven ist der echt stark. Fabian Dürschka übrigens jetzt 20 Sekunden hinter Bier. Da muss was gewesen sein. Das wird ein bisschen eng da vorne beim Überrunden. Und P1 war das. Peter Krause. Der gut 2 Sekunden vor Kreuzler herfährt. Und da Zolin immer noch hinter Diakovski. Häusler holt darauf Krause auf. Havelbier hat auch nur noch 15 Sekunden hinter Dürschka. Also Havelbier, also Dietro gerade jetzt 30, okay, aber dann macht wohl die Anzeige ein bisschen diesen, sag ich jetzt einfach mal. Also da funktioniert die Anzeige nicht wirklich. Das ist der führende Tobi Dürschka, genau. Das ist auch immer noch die beiden Streithähne, das Duell aus Kialami Kapitel 2. Ich glaube, so kann man das ganz gut beschreiben. Jakowski hier fährt wieder auf die Innenbahn. Oh, und Azulin wollte da schon reinstechen. Dann auch außenrum überholen. Da muss man ein bisschen später bremsen und den Grip dafür haben. Und jetzt fährt er auch noch in LMP1. Oh Gott. Gut, das ist gut gegangen, aber Diakovski bremst mal wieder später.
Jetzt setzt sich Azzolin wieder daneben und Jakobski wird wahrscheinlich wieder später bremsen. Genauso sieht's aus. Bleibt auch weiterhin vorne. Jetzt, ja gut, das wäre eine Divebomb gewesen. Das wäre eine Kollision auch gewesen. Aber alles noch gut gegangen. Starkes Racing der beiden. Und auch respektvoll. Das wollen wir sehen. Stehendes Rad bei Azzolin. Jetzt on board. Wieder ist er am Spoiler von Diakovski. Und wieder setzt er sich außen daneben. Jetzt muss er sich aber auch mal trauen da vorne. Diakovski bremst wieder später und macht knallhart die Tür für die nächste Kurve zu. Da war Azzolin aber schon vorbei. Bitte hat Diakovski das Spiel bremsen können. Oh, und es gab eine Kollision! Beide drehen sich! Diakovski bleibt vorne. Das ist immer noch eng. Das habe ich noch nie gesehen, sowas. Meine Güte, da schießen sie sich raus und dann bleiben sie vorne und es bleibt beim alten Stand. Ja, das ist... meine Güte. Oder ist da jetzt was? Ist da Schaden bei bei Azzolin, der... verliert er doch schon ein bisschen. Huxley jetzt natürlich dahinter. Der zweite Porsche. Meine Güte. Aber gut, sowas kann passieren. Da würde ich jetzt keinem irgendwie die Schuld in die Schuhe schieben. Das war ein Rennunfall. Im Eifer des Gefechts, sagt man auch immer so schön. Da kann sowas mal passieren. Und das ist der führende Dürschka. Der hat 25 Sekunden Vorsprung auf Pavel Bier. Fabian Dürschka hat 10 Sekunden Abstand auf Bier. Dafür hat er auch wieder 10 Sekunden Abstand zu Mitch, also ist da irgendwo dazwischen. Dann hinter Mitch ist Tönnissen, hinter Tönnissen dann Priesters, dann Öl, da fehlt mir aber einer vorne. Wo ist Jakob Bauer? Hat denn Disconnect gehabt, weil den sehe ich auch nicht mehr in der Leiste links. Das ist jetzt natürlich sehr bitter. Das sieht nicht gut aus. Scheinbar ist Jakob Bauer wirklich weg. Also, Disconnect. Schade. Das ist nicht seine Zeit aktuell, sag ich mal.
Fabian Dürschka. Jetzt auf Position 3. Dadurch, dass. Aber der war schon vorher auf 3. Nietzsche und Tönnissen haben vielleicht dadurch jetzt einen Platz gewonnen. Das hier sind die zwei Führenden aus der LMP2, Treusler und Krause. Der Abstand bleibt aber ungefähr gleich. Also das bleibt hier so bei ungefähr 1,3 Sekunden so im Dreh. So irgendwo dazwischen. 1,3, 1,0 Sekunden. Läuft auch schon mit dem Dreher. Also gut, dass er sich da wieder rangerobbt hat. Der Österreicher mit der Startnummer 85. Hier wieder durch die SS, die wirklich sehr Spaß machen zu fahren. Führenden. Okay, ich dachte kurz, da ist Pranata eben langsam geworden. Da schmilzt der Abstand langsam vorne. Zwischen Pavel Bier und Tobias Dürschka, oder ist das wieder nur ein Anzeigefehler? Oh, Pranata, das war aber ganz eng mit der Mauer. Pranata fällt jetzt auch in die Box. Noch anderthalb Stunden sind zu gehen hier. Und Diakowski fährt wieder in. Aber Azzolin hat jetzt hier mehr Topspeed. Jetzt müsste Azzolin mal nach rechts ziehen. Zumindest leicht, sodass er ihn nicht berührt. Aber er hat es nicht gemacht und bleibt auch weiterhin dahinter. Und jetzt kommen wir wieder zur Scheckenstelle, wo sie sich vorhin berührt haben. Treusler ist jetzt wieder ein bisschen näher dran an Krause. Er hält jetzt hier auch ein NMP1 auf, aber gut. Treusler fährt halt auch sein Rennen. Fabian Dürschka robbt sich aber echt ganz leicht an Pavel Bier ran.
Es ist die Heckperspektive von Krause, der da den Trößler hinter sich im Rückspiegel. Abstand ist auch ein bisschen kleiner geworden. Könnte es auch um die Strategien werden, wer spät reinfährt oder wer zur Rennmitte reinfährt für Einstopp. Also ich denke mal, wir werden hier Einstopp fahren. Trözler kommt jetzt schon rein für neue Reifen und Sprit. Spannend wird es auch um die Führungstruppe in der LMP1, weil Tobias Duschka hat niemanden hinter sich auf der Strecke. Der nächste, der da wäre, ist Pavel Bier, der halt auf Platz 2 liegt. Vorhin war es noch enger zwischen den beiden. Also jetzt so langsam kommt der Zulin wieder dahin, wo er vorher auch schon war. Krause bleibt noch ein bisschen draußen. Auch das Schlauste, was er machen kann. Hier ist Duschka bei einer Box. Kommt aber noch vor diesen zwei Streithähnen hier vorbei. Oder aus der Box raus, besser gesagt. Azulin bremst hier wieder etwas später. Wirklich nur ein Duell und das sind halt diese zwei hier. Jetzt fährt Michael Krause an die Box. Das ist der jetzt aktuell noch führende Pavel Bier. Nachher sieht das Ganze, denke ich, mal ein bisschen anders aus. Tobi Duschka war ja gerade in der Box und der wird die Führung auch behalten. Wenn dann Fabian Duschka und also Fabian Duschka kommt jetzt an die Box und wenn Pavel dann an die Box fährt, dann wird Duschka auch die Führung wieder zurückholen. Trößler jetzt natürlich vorne, oder?
Ja, da ist das Krause davor. Das ist Krause. Also Treusler jetzt außen. Und bremst sich vorbei. Führungswechsel in der LMP2. Der liegt hier jetzt vor dem Orica. Aber man muss auch sagen, Michael Krause, die Reifen sind ja nicht auf Temperatur. Die von Treusler hingegen schon. Kann sich Treusler nun absetzen oder wird Krause wieder vorbeigehen? Das könnte noch spannend werden. AWB jetzt an der Box. Damit haben wir wieder Gürsch da vorne. Jawohl, so sieht's aus. Frage, ob Fabian Dürschka da auch vorbeikommt. Das ist Müller. Zwei Sekunden hinter Bruxa, also auch die Teamkollegen von Azzolin und Jakowski sind nicht weit voneinander entfernt. Das war im Übrigen Fabian Dürschka, der jetzt auch vorbeigegangen ist, also wir haben wieder die Doppelführung für die Toyota. Auch Tönnissen ist durchgerutscht. Wir nur noch Vierter. Der einzig verbliebene Refill Racing. Dem Jakob Bauer schon relativ früh mit einem Disconnect ausgeschieden ist. Tommy Azzolin, immer noch hinter Alex Diakowski. Das Duell zieht sich jetzt auch schon wieder hin. Seit einer knappen Stunde jetzt. Krause ist auch wieder vorbeigegangen. Nee, doch, der ist vorbeigegangen. An Treusler. Jetzt ist die Frage, ob Treusler sich da nochmal zurückarbeiten kann, ob er da nochmal wieder angreifen kann. Ist jetzt im Windschatten. Aber Windschatteneffekt scheint nicht so groß zu sein. Treusler bleibt dran. An Krause. Weil hier in den Kurven. Ja, gut, die LMP2 sind sehr aerodynamisch, muss man auch mal dazu sagen. Das die haben einen leichten Dirty Air-Effekt. Das kann man in den SS ganz gut erkennen. Jetzt hängt Krause hinter Bruxa fest. Dadurch kommt Treusler jetzt natürlich enorm ran. Jetzt darf er diesen Abstand natürlich jetzt nicht größer werden lassen. Die Teamkollegen von Diakowski und Azzolin jetzt auch im Kampf. Müller gegen Bruxa. Söhl und Tönnissen übrigens jetzt auch an der Box. Müller jetzt innen, kommt aber nicht vorbei.
Und dahinter ist einer der Dürschka-Fahrzeuge. Oh, und da gab es eine Kollision zwischen zwei, zwischen den NMP1, das waren Dürschka und Bia. Jetzt Bia mit der Dive-Bomb in die Schikane und geht vorbei. Pavel Bier jetzt auf Platz 2. Da, wo er vor dem Boxenstopp auch schon war. Unter den Kurven, da haut der Refuel ab. Vor ihm sind wahrscheinlich genau Krause und Treusler, die immer noch nicht fertig sind. Also jetzt so langsam kommen wieder ein paar Fights. Azone Diakowski, da geht's um die Führung, hier geht's um die Führung. Und jetzt auf der Geraden, da boostet sich jetzt Dürschka wieder vorbei. Jetzt wird's ganz eng. Das ist... Okay, es ist alles gut gegangen. Ich habe da schon die Autos drehen sehen, um ehrlich zu sein. Aber Bier hat sich da wieder vorbeigekämpft. Da fährt Dürschka über die Wiese und geht trotzdem vorbei. Geht da off-track vorbei. Ich weiß nicht, ob das so rechtens war. Die waren da 3 wide auf der Geraden und Dürschka hat es ausgenutzt. Raus jetzt mit Abstand. Diakowski auch mit einem leichten Abstand. 2 Sekunden das inzwischen. Wahrscheinlich durch Überrundung. Was ist mit mir passiert? Der war da wohl in dem Notausgang, in der Auslaufzone. Boah, driftet hier auch rum. Da scheint was gewesen zu sein. Wahrscheinlich beim Überrunden. In der Teamwertung, wie gesagt, sind es nur 7 Punkte, die jetzt die dahinter sind. Also ich denke mal, dass die Dürschka-Jungs jetzt an Refill Racing vorbeigehen werden nach diesem Rennen, wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist. Man kann ja nicht wissen. Der Diakowski denkt sich jetzt wahrscheinlich, jetzt hat er ein bisschen Ruhe. Ängste. Azzurri bleibt nämlich dran. Und hier ist das Szenario umgekehrt. Hier jagt Müller den Bruxer. Hört den Porsche wirklich noch beim Rausbeschleunigen. Also das Auto ist wirklich verdammt laut.
Ja, das wurde noch mal ein bisschen eng da mit dem Prototypen. So. Azurin und Diakovski. Gehen wir mal zum anderen Duell der beiden Teams. Malmann abgeschlagen, letzter in seinem Fort. Sozusagen das fünfte Rad am Wagen in der GTE, so fies das auch klingt, aber der kann in Speeder nicht mitgehen. Blö, ist vorbei an Bruxer. Das fällt mir jetzt erst auf, der ist vorbeigegangen. Da ist einer stehen geblieben. Söhl. Söhl in Problemen. Es dämmert auch so langsam in Mexico City. Achtung, Azulin und Diakovski, das Duell hatten wir schon. Inzwischen mehrfach. Treusler und Krause ist auch recht spannend vorne. In der LMP2. Und Azulin wird wieder auf die Außenseite gezwungen. Kann er hier jetzt den besseren Exit? Nein. Dafür ist die Gerade einfach zu kurz. Meine Güte. Das ist wieder so kurz davor. Abschuss oder sauber bleiben. So, Treusler und Krause. Hier geht's um den LMP2-Sieg. Und Tobias Dürschka fährt vorne wie in einer anderen Liga. Also als ob er noch mal in einer höheren Klasse fährt als sein Bruder. Der hat nämlich schon knapp eine Runde Abstand. So, Bruxer und Müller sind das. Und Azulin und Diakovski. Beide kommen. Die Teamkollegen sind da auch im Pfeil. Das ist da auch gerade dieselbe Reihenfolge. BMW vor Porsche. Jetzt wird's interessant. Kann Azulin jetzt mal die Außenbahn nutzen? Es sieht nicht danach aus, nein. Mal sehen, wie viel Geduld Azulin noch hat. Ich kann mir denken, irgendwann versucht er es mit roher Gewalt. Jetzt setzt er sich wieder nach außen, aber es reicht wieder nicht. Bruxer. Kann er sich jetzt? Nein, er macht keine Divebomb. Krause und Treusler. Auch ein Duell, was wir jetzt schon eine Weile lang verfolgen. Wo ist Fabian Dürschka hin? Hat er auch ein Disconnect? Weil er ist auch nicht mehr in der Liste links. Das ist ja unglaublich. Azulin ist vorbeigegangen, Diakovski in der GTE-Wertung. Zumindest kurzzeitig auf der Geraden nämlich. Da ist er wohl kurz vorbeigegangen. Und jetzt ist Diakovski vorne. Ja, gibt's denn sowas?
Und Jakowski wieder. Er macht dasselbe Spiel. Zwingt ja zu dir wieder auf die Außenbahn. Denn Nitsch ist nämlich jetzt Dritter, Tönnissen ist Vierter, Priester ist Fünfter und Söll Sechster. Also es sieht mir echt danach aus, dass jetzt auch Fabian Dürschka das Rennen beenden musste. Aufgrund eines technischen Fehlers. Pavel Bia, der muss da jetzt anstehen. So, jetzt ist Azulin auf der Innenbahn. Jetzt hat er die bessere Linie. Jetzt kann Azulin auch, denke ich mal, ein bisschen später bremsen. Er bremst auch später. Diakowski lässt ihm da gut Platz zum Leben und geht vorbei. Starkes Manöver von Azulin. Führungswechsel in der GTE. Azulin wieder vorbei an Diakowski. Es könnte das Race-Winning-Overtake sein, aber wir haben noch über eine Stunde zu gehen. Es kann noch alles passieren hier. Geht man hier vielleicht sogar auf Zwei-Stop? Bin das gerade am Überlegen. Ich habe jetzt leider den Cedric nicht an meiner Seite, sonst könnten wir darüber diskutieren. Häusler hängt auch hinter Krause fest. Ja, aber ganz weit innen, diese links. Ist auf jeden Fall nah genug dran. Aber der Orica scheint besseren Topspeed zu haben als der Ligier. Da entweder verbremst oder hat den LMP1 einfach vorbeigelassen. Marek Nitsch auf Position 3 in seinem Ginetta. Hat 0,6 Runden Abstand, also eine halbe Runde knapp Abstand zu Pavel Bier vor ihm. Hier ist es gut gefüllt, sag ich mal. LMP2, die zwei führenden LMP2 und die zwei führenden GTEs vorbei.
Okay, nein, das waren gar nicht die zwei Führenden, das waren die Teamkollegen der Führenden. Buxer und Müller. Aston Martin heute nicht am Start. Nur so wenig wie die Corvette. Jakowski war nochmal an der Box. Oder war jetzt erst an der Box? Ich weiß es jetzt nicht so genau. Ich glaube, der war sogar jetzt erst. Also, der scheint auf einen Stop zu gehen. Bei den führenden Fahrzeugen in der LMP1 bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob da vielleicht nicht noch ein Boxenstopp ansteht oder ob die durchfahren. Söhl hier um die Kurve mehr oder weniger gedriftet. So kann man es natürlich auch machen. Habe Bier. Platz 2 aktuell. Noch führt er die Fahrermeisterschaft an. Das wird sich heute wahrscheinlich ändern. Wenn nicht noch beim Tobias Duschka noch was schieflaufen sollte, wenn der Bruder einen Disconnect hat, kann ja sein, dass der Führende das auch noch kriegen kann, aber ich will jetzt hier nicht spekulieren. Hoffen wir mal, dass alles glatt läuft. Wie gesagt, was wir letzte Woche brauchen wir nicht, wo jemand einen einfach rausschießt. Wir wollen faires Racing hier sehen und ich denke mal, dass das jeder möchte, auch die Fahrer selbst. Die Schulin mit der 84, aktuell Dritter in der LMP2. Azolin in Führung liegend. Fährt jetzt aber auch an die Box. Und dann werden wir mal sehen, ob er vorne bleiben kann oder ob Jakowski ihn wieder schnappen wird. Ja, hier sind die Boxen relativ weit innen an der Garage. Tönnissen auf Position 4 im Rebellion. Der inzwischen auch zu Ende gegangenen WEC Saison 2020. Wo die LMP1 AD sagt, Krause hat sich gedreht und übernimmt heute die Führung. Das gibt's ja nicht. Da fährt er so ein starkes Rennen, dann macht er einen Fehler. Und da kann man sehen, jeder Fehler wird bestraft. Kreuzler in Führung. Azolin vor Jakowski geblieben und zwar mit einem guten Abstand von knapp 3 Sekunden. Also das hat funktioniert. Somit ist jetzt Müller vorübergehend der Führende, also wieder ein BMW. Der dann, denke ich mal, aber auch bald reinfahren wird. Nitsch und Priest das jetzt hintereinander. So, mal sehen, ob sich Krause wieder regenerieren kann. Ja, gut.
ist der jetzt nicht gut rausgekommen mit dem Quersteher. Langsam wird es auch echt dunkel hier. Müller jetzt an der Box, somit führt Azumin wieder das GTE-Feld an. Pavel Bier jetzt auch nur noch 7 Sekunden hinter Tobias Durschka. Ich denke mal, dass er an der Box war, der Durschka. Anders kann ich es mir nämlich nicht erklären. Krause ist jetzt wieder dran an Treusler. Im Fußball würde man jetzt sagen, Deutschland gegen Österreich. Treusler hier kommt ein bisschen weit raus. Und Krause hat den besseren Topspeed, also da kann jetzt Treusler wenig unternehmen, es sei denn, er bremst sich da in der ersten Schikane einfach wieder vorbei. Nein, er steckt zurück und findet sich damit ab. Wieder Führungswechsel, LMP2, Krause hat die Führung wieder zurückgeholt nach seinem Dreher. Rössler versucht jetzt auch nichts weiter. Der gibt sich jetzt damit zufrieden, dass Krause schneller ist. Runden haben wir jetzt hinter uns. Und noch gut eine Stunde zu gehen. 55 Minuten. Nietzsche jetzt an der Box. Aktuell auf Platz 3 liegen. Tönnissen wird ihn dann wohl überholen. Jakowski schon 6 Sekunden hinten. Also das Thema hat sich erledigt damit. Arzt-Kollege Jakowski würde ich jetzt mal so sagen. Treusler war innerhalb einer Sekunde dran. Nee, doch, er ist noch innerhalb einer Sekunde dran, Herr Krause, aber ich denke mal nicht, dass da noch ein Angriff kommen wird von ihm. Krause ist schneller, wenn auch nur minimal. Jetzt ist Tönnies wieder auf Platz 3. Tönniesen, Entschuldigung. Na, jetzt die Überrundung. Die spielen natürlich Treusler jetzt in die Karten. Und das ist der führende Tobias Durschka, der jetzt natürlich auch aufgehalten wird.
Jetzt Duschka kontrolliert das Rennen hier sehr, sehr gut. Der GTE da spielt jetzt natürlich Krause in die Karten. Das ist Pavel Bier auf Platz 2 liegend. So, Nitsch. Treusler sind das. Treusler kommt nochmal an die Box. Müsste Treusler gewesen sein. Ja, Treusler kommt nochmal rein. Müller aktuell Dritter. Somit hätten wir in der GTE schon mal 2 BMW auf dem Podium. Pavel Bier führt. Wie ist das jetzt zustande gekommen? War Duschka doch noch mal? War Duschka jetzt noch in der Box oder was war da jetzt? Das habe ich jetzt absolut nicht verstanden. Oder hat Duschka einen Fehler gehabt? Aber es sieht tatsächlich danach aus, ja, das ist ein Refill Racing davor. Also Führungswechsel in der LMP1. Bier führt das Rennen an. Aber ich denke mal, das dauert nicht mehr lange, bis Tobias Duschka da wieder dran ist. Duschka fährt heute wie in seiner eigenen Liga. Aber man hat jetzt auch gesehen, auch er kann mal Fehler machen. Und er hat natürlich auf der Geraden den Vorteil mit dem Boost. Nur halt in den Kurven wird es schwierig. So, die nächste Überrundung steht an, das müsste Krause sein. Einfach wieder angefahren um 2 Sekunden. Verliert das Ganze jetzt auch wieder in den Kurven, da er hinter Krause jetzt festhängt. Alexander Diakowski auf Position 2 mit 6 Sekunden Abstand. Tommy Azzolin. Marius Tönnissen auf Platz 3 in der LMP1-Klasse. Duschka hat die Führung wieder übernommen. Wo ist Pavel Bier abgeblieben? Auf Platz 2 mit einem enormen Abstand. Also irgendwas ist da wohl gewesen. Also Tobias Duschka wieder in Führung. Ich jetzt vorhin schon prophezeit habe. Da ist Malmann jetzt aber sehr früh eingelenkt. Meine Güte, war das ein Drift. Boah. Stark, dass er den abgefangen hat.
Hier haben wir wieder den führenden Tobias Dürschka. Haben wir mit 12 Sekunden dahinter. Alex Diakovsky zwischen jetzt 8 Sekunden hinter Azulin. Also der Abstand wird immer größer. Dunkelheit bricht ein in Mexiko. Wir haben hier zum Glück noch ein paar Lichter an der Strecke. Um die Strecke ein bisschen zu erhellen. Tobias Dürschka, Entschuldigung. Ich habe noch eine Dreiviertelstunde zu gehen. Und Malmann in Schwierigkeiten. Malmann in großen Schwierigkeiten, so wie das aussieht. Das Auto läuft nicht mehr so rund, wie er es gerne hätte, glaube ich. Wie gesagt, abgeschlagen, letzter. Krause jetzt doch mal an der Box. Hier das Flutlicht des Baseballstadions. Wahrscheinlich die hellste Stelle der gesamten Strecke aktuell. Die Zuschauer auch immer wieder ein schönes Erlebnis, die Autos hier so zu sehen. Daniel Söhl im Bicolors LMP1 Fahrzeug. Mitch Tönnissen nochmal an der Box. Auch Pischulin ist nochmal an der Box. Thank you.
Da kommt gerade Tönnissen raus. Büßt jetzt natürlich keinen Platz ein, dadurch. Ja, doch, den gegen Nitsch hat er, glaube ich, einbüßen müssen. Ich weiß es jetzt, glaube ich. Nee, der hat jetzt keinen Platz einbüßen müssen. So, es ist richtig, weil er war schon vor Söhl. Das hat er noch schon überrundet gehabt. Und jetzt bekommt er auch die blaue Flagge. Also, das Thema ist gegessen. Pavel Bier nach wie vor auf Platz 2. Mit 12 Sekunden hinter Dürschka. Häusler auf Platz 2 in der LP2. Mit der Krause. Gut 4 Sekunden sind das. Das ist der führende Tobias Dürschka. Wie auch schon gestern beim GT1-Rennen, wird es auch heute wieder Interviews geben nach dem Rennen. Der erste aus jeder Klasse wird interviewt. Sofern die Fahrer natürlich wollen. Man wird hier zu nichts gezwungen. Wenn die Fahrer Tobias Dürschka, Michel Krause und Tommy Azzolin. Aber wir warten mal ab. Kann ja noch einiges passieren hier. Hier haben wir Tommy Azzolin. Schulin wieder an der Box. Da war er vorhin auch schon. Pavel Bier fährt nochmal in die Box rein. Wird aber, denke ich, bei dem Platz behalten. Wo ist Dürschka abgeblieben? Wo ist Tobias Dürschka? Jetzt sagt nicht, hat auch ein Disconnect. Also das ist jetzt sehr... Es sieht tatsächlich... Wo ist Dürschka? Dürschka scheint weg zu sein. Beide Dürschka-Brüder draußen. Das gibt's ja nicht. Er lag das gesamte Rennen in Führung. Und ist jetzt draußen. Durch einen technischen Fehler. Das ist... Da fällt mir nichts zu ein. Ich bin sprachlos. Das ist unfassbar. Neuer Führender Pavel Bier vor Marek Nitsch und Marius Tönnissen. Ich habe schon gesagt, es kann alles passieren. Beide Toyota sind draußen. Und Pavel Bier kann seine Meisterschaftsführung behalten. Sofern er nicht noch einen Fehler hat oder auch einen Disconnect bekommt. Das ist der neue Zweitplatzierte hier, Marek Nitsch. Nachdem er gestern im GT1-Rennen sehr verkorkstes Rennen hatte, heute Platz 2 in der WEC. Wenn es so zu Ende geht. Wir haben auch nur noch 5 GTEs, 3 LMP2 sind nur noch am Start und nur noch 5 LMP1. Nur noch 13 Fahrzeuge von ursprünglich 17 fahren noch.
Und hier ist der Führende. Pavel Bier. Startnummer 69. Fährt aktuell seinem dritten Saisonsieg entgegen. Nach Silverstone und Le Mans. Wenn denn alles glatt läuft. Also das ist echt bitter. Für beide Toyota-Fahrer. Selbst Pranata ist auch draußen. Also es fährt kein Toyota mehr. Totalausfall für die Japaner. So haben sie sich das Wochenende nicht vorgestellt. Ist der Abstand zwischen Nitsch und Bier. In der Dunkelheit von Mexiko. Es fahren nur noch 3 LMP2. Und nur noch 5 LMP1. Eine halbe Stunde. Haben wir zu gehen. Wirkliche Duelle gibt es auf der Strecke nicht mehr. Wir haben jetzt so gut wie jedes Duell gesehen. Alle fahren nur noch um ins Ziel zu kommen. Und Pavel Bier scheint hier den Sieg in der LMP1-Klasse auf dem Silbertablett serviert zu bekommen. Aber man will natürlich noch nichts verschreien, es kann immer noch was passieren. Minuten haben wir noch. Da kann noch vieles passieren. Daniel Söhl an der Box. Hat wohl den Boxenplatz verpasst, deswegen steht er erst jetzt. Gut, er ist sowieso letzter in der LMP1, also ihm kann es egal sein. Tönnies hier mit Überrundung. Geht da an einem BMW vorbei. Malmann nach wie vor abgeschlagen. Letzter. Martin Priesters. Platz 4 aktuell für den Slowaken.
60 Runden sind wir bereits gefahren. Somit haben wir keine hybrid angetriebene Fahrzeuge mehr dabei. Die einzigen, die das nämlich waren, waren die Dirschgas und Pranata. Der Rest hat Saugmotoren. Gut, das ist eine sehr schöne Kamera in Sicht. Hier im Baseballstadion. Priesters fährt hier ein bisschen weit. Oh, und da gibt es noch eine Kollision und Priesters dreht sich. Da gab es wohl ein leichtes Missverständnis mit Treusler. Für Priester ist das jetzt nicht so tragisch. Der hat knapp eine Runde Vorsprung auf Daniel Söhl. Also der Abstand ist groß genug. Wenn alles glatt läuft vorne, dann wird sich da auch nichts mehr tun, denke ich mal. ...28 Minuten sind es nämlich noch. Marius Tönnissen, gut 40 Sekunden hinter Nitsch in seinem Rebellion, aus der 2020er WEC-Saison. Nächste Rennen übrigens in Algarve, in Portimão. Eine wirklich sehr schöne Rennstrecke, die im Vergleich zu dieser Strecke hier eine Achterbahn ist, wo es sehr viel bergauf, bergab geht. Auch GTE zu den Top 10.
dadurch, dass noch 13 Autos mitfahren. Und dieser Mann hier hat von dem zweiten Sieg in Folge entgegen. Porsche mit der 44, Tommy Azzolin. Und ich muss sagen, es ist schon echt dunkel geworden hier in Mexiko. Hermanos Rodriguez, eine Rennstrecke mitten in der Stadt gelegen, mit vielen Fußballfeldern auch im Infield und einem neu erbauten Baseballstadion. Als 40.680, die Bestzeit von Azzolin aktuell. 1.26.3 von Pavel Bia an der Spitze. Bei weitem natürlich nicht die schnellste Rennrunde. Die hat einer der Dürschka-Brüder. Da hat sich Malmann gedreht in den S. Ist das, nee, das war. Oh, erste Schikane war das. Malmann stand da gerade quer zur Strecke. Diakowski zwischen 20 Sekunden zurück. Tobias Dürschka ist wieder da. Tobias Dürschka ist wieder da auf Platz 14. Er ist wohl nochmal auf den Server zurückgekommen. Aber gut, mit B kann er nicht mehr mitfahren. Das Thema ist jetzt wohl gegessen. Marek Nitsch gerade gut dran an Tönnissen. Nitsch aber jetzt langsam. Verliert jetzt die gesamte Zeit wieder auf Tönnissen. Die waren gerade nämlich innerhalb einer Sekunde. Also Tobias Dürschka ist wieder im Rennen, allerdings letzter und damit abgeschlagen und kann hier nichts mehr reißen vorne. Aber Kompliment an Dürschka, dass er sich nochmal connected hat. Andere sind zum Beispiel jetzt nicht mehr auf den Server gejoint, um das Rennen zu Ende zu fahren. Also großes Kompliment hier an Tobias Dürschka. So, und Alex Diakowski gibt sich wohl mit dem zweiten Platz zufrieden. Azzolin konnte da jetzt gut abhauen. 20 Minuten haben wir noch.
Preuße nochmal in der Box. Damit war der jetzt, glaube ich, schon dreimal drin. Hier wieder im Stadion, jetzt kann man die Autos noch mal gut sehen. Im Dunkeln sieht man nur die Scheinwerfer und die kleinen LED-Leisten. Hier haben wir Tobias Döschka. Jetzt natürlich letzter in der LMP1, aber er fährt das Rennen wenigstens zu Ende und das finde ich stark, dass er das macht. Seine Bestzeit 1:25.849. Natürlich weit weg von dem, was man im Qualifying fährt, aber fährt ja auch mit mehr Sprit, vielleicht auch mit mehr Abtrieb. So, Pavel Bier fährt hier konstant seine Runden. Rennen ist relativ ruhig. Was passieren wird hier auch nichts mehr, denke ich mal. Aber warten wir mal ab. So, habe hier hat jetzt der Startnummer 69 hat jetzt 69 Runden noch abgeschlossen. Schulin an der Box gerade.
Das ist Tobias Dürschka, der jetzt gleich an Ruxa dran ist. Also die GTEs wird er noch alle überholen, denke ich mal, aber die LMP2 ist eventuell auch noch. Ansonsten denke ich eher, muss er sich mit dem letzten Platz in der LMP1 zufrieden geben. Hat jetzt direkt vor sich Pavel Bier. Also das Engste, was wir aktuell auf der Strecke haben, sind Tönnies und Nitsch, aber das sind auch dann halt schon 4 Sekunden. Lauter Porsche ist, im Gegensatz zum LMP1. So, jetzt hier wieder durch die vorletzte Kurve, dann noch einmal ein schneller Rechtsklick, der Vollgas zu fahren ist, und dann ist man schon wieder auf Startziel. Also wie gesagt, für mich eines meiner Lieblingsstrecken, dieser Kurs hier in Mexico City. Davor sind vielleicht noch Spa und Suzuka, aber Mexiko ist auf jeden Fall in den Top 3 bei mir. So, der hat da gut Platz gemacht. Aber wir könnten sich das jetzt auch leisten, den LMP1 hinter sich vorbeizulassen. Er ist inzwischen kein Gegner mehr. Tommy hat Vogel inzwischen 30 Sekunden vor Diakowski. Wir haben noch ein paar Minütchen. Söhl war wohl noch an der Box. Holter 2,7 Runden, also knapp 3 Runden hinter Krause, da stimmt was nicht. Jetzt hat Nitsch zwischendurch auch wieder über 20 Sekunden Abstand. Einen Fehler drin gehabt. Julien scheint aber noch zu fahren. Tobias Dürschka ist inzwischen auch wieder auf Platz 11 in der Gesamtwertung.
wirklich nicht das Ergebnis, was er haben wollte, aber ich nenne das jetzt einfach mal Schadensbegrenzung bei Toyota und Dürschka Racing. Noch 8,5 Minuten. Aktuell läuft alles für Refill Racing, ja? Zumindest für einen der beiden Fahrer. Jakob Bauer ja schon früh ausgeschieden. Auch eben durch ein Disconnect. Wie auch schon Fabian Dürschka und ich denke mal Panata auch, weil der ist auch raus. Malmann hat sich wohl nochmal gedreht. Das ist wieder die erste Schikane gewesen. Ja, das ist definitiv nicht sein Rennen. Tom Erzulin. Natürlich gesamt 10., aber immer noch in den Top 10 mit dem GTE. Fuhr gerade LMP2 durch die Wiese. LMP1 war das, Martin Priesters. Auf Platz 4 aktuell. Ich denke, man wird auch da bleiben. Der hat 2 Runden Vorsprung auf Daniel Söhl und 1 Runde Rückstand auf
Marek, Nitsch, also da wird sich nichts mehr tun, denke ich mal. Es wird sich allgemein nicht mehr viel tun. Es sind alle so weit auseinander. Und Pavel Bia! Fährt noch mal an die Box. Ich glaube, die Reifen machen nicht mehr mit. 5 Minuten vor Schluss muss er noch mal rein. Oder nee, er ist durchgefahren. Er ist durch die Box durchgefahren. Okay. Das sah jetzt komisch aus. Ich dachte eigentlich, er fährt noch mal an die Box, um frische Reifen zu holen, aber er ist doch noch mal weitergefahren, Entschuldigung. Vier Minuten haben wir noch. Dann ist das Rennen hier vorbei und die Sieger stehen so gut es geht bereits fest. Michael Krause in der LMP2, Tommy Azzolin in der GTE, Pavel Bier in der LMP1. Azzolin hat sich da, glaube ich, gerade gedreht. Sah das eben kurz so aus. Zwei Minuten noch. Ungefähr. Also 2:43. Davor einer mal komplett durch die Wiese. Pavel Bier gerade auch. Gut, solange man die Kontrolle von seinem Fahrzeug nicht verliert, ist ja alles gut. Mindestens 3 Runden haben wir noch vor uns. Der jetzt, glaube ich, nicht mehr wirklich viel passieren wird. Jetzt Tirschka. Gleich noch die LMP2, zumindest den von Pischulin wird er kriegen. Und war es das, ne? Gut. Wir haben noch 2 Runden jetzt. Also jetzt sind es noch 2 Runden, die wir fahren, diese und die nächste. Die bleiben wir jetzt mal beim gesamtführenden Pavel Bier. So lange muss er noch durchhalten, dann hat er den 3. Saisonsieg in der Tasche. Dann auf jeden Fall weit Platz, das war Daniel Söhl. Pavel Bier macht sogar noch langsam. Pavel Bier macht langsam, um wahrscheinlich die Zeit runterlaufen zu lassen. Lässt jetzt natürlich alle vorbei.
Denn sobald die Zeit abgelaufen ist, ist es die letzte Runde. Das heißt, er kann es genau auf die Nullzeit schaffen. Ja, Butter schafft es auch. Pave Bier. Zeit ist abgelaufen. Und er gewinnt in Mexiko. Glückwunsch an das Refuel Racing Team. Glückwunsch an Pave Bier. Das hat er gut getimt. Genau zur Nullzeit über die Linie zu fahren. Nach zwei Rennen, die jetzt nicht so nach Plan verlaufen sind. In Italien war er noch gut unterwegs, aber keine Chance gehabt gegen die Toyota-Mannschaft. Und im letzten Rennen abgeschossen worden von einem GTE-Porsche. Gewinnt er jetzt hier in Mexiko. Tommy Azzolin holt den Sieg in der GTE-Klasse. Auch Glückwunsch an ihn. Nach einem weiteren starken Duell mit Diakovsky hat er es geschafft, seinen zweiten Sieg in Folge zu holen. Tönnissen wird Zweiter. Dürschka schafft es nochmal über die Linie. Marek Nitsch wird Dritter in der LMP1. Diakovsky Zweiter in der GTE. Daniel Söhl wird Fünfter. Und Michael Krause holt den Sieg in der LMP2. Er hat 2,3 Runden Vorsprung, also über 2 Runden Vorsprung auf Treusler. Das heißt, das fährt er hier jetzt locker nach Hause und holt den Sieg in der LMP2 in seinem Orica. Glückwunsch an den Deutschen. Und Ballmann, der auch ein sehr schweres Rennen gehabt hat, fährt immerhin noch ins Ziel oder driftet ins Ziel. Kann man sehen, wie man will. Gut, er fährt an die Box. Ja. Alle fahren jetzt rein. Hier ist der Sieger, Pave Bier. Dritter Saisonsieg. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt erstmal. Zumindest für das Rennen, denn wir haben noch Interviews. Also, bis gleich. Live.
So, dann sind wir jetzt beim Interview. Wir haben die drei Sieger jetzt bei uns im Channel. Einmal den Sieger der LMP1, Pavel Bier, den Sieger aus der LMP2, Michael Krause und die zwei Sieger aus der GTE, denn Alexander Djakowski ist noch im Channel. Ich würde sagen, mit wem fangen wir mal an? Ich würde sagen, wir fangen mal mit der höchsten Klasse an, mit der LMP1, Pavel Bier. Gratulation zum Sieg. Und ja, wie war dein Rennen? Ja, hallo, thanks. Eigentlich ziemlich langweilig, weil ich dachte mir, nach vorne habe ich eh keine Chance und nach hinten konnte mir auch irgendwie keiner folgen wegen den ganzen Drive-Thrus. Und ja, das hat mich ein bisschen gewundert, dass die beiden Toyotas dann disconnected sind, dann war es eigentlich ein Easy Win. Ist eigentlich gar nichts passiert. Gut, mich hat es auch gewundert, wo die auf einmal hin abgeblieben sind. So, Also, die waren super stark unterwegs und dann passiert denen sowas. Das ist wären die nicht bitter. disconnected, hätte ich eh nicht gewonnen, also. Ja, aber man hat halt mal Glück und man hat mal Pech. Also das ist gehen wir weiter. LMP2, Michael Krause, auch an dich. Gratulation. Wie war das Rennen für dich? Du hattest ja gute Fights mit dem Treusler gehabt, das Rennen über. Ja, das. Ich habe ja auf Pole gestartet, hatte ja eine recht gute Qualifying-Runde, da war aber noch mehr drin. Aber naja, hat ja gereicht. Im Rennen bin ich eine sehr ausdauernde Strategie gefahren. Also ich bin immer meine Tage fast leer gefahren, musste dann halt zeitweise auch ein bisschen Lift and Coast machen. Und Teusler konnte halt dann ganz gut mithalten. Also meine Strategie war es halt dann gegen Ende einen ganz kurzen Stop zu machen. Ich weiß nicht, ob man das im Stream gesehen hat. Ich habe dann halt so für nochmal extra, keine Ahnung, 15 Liter oder so getankt und hatte halt damit, das war dann eigentlich mein Plan gewesen, dann Abstand zu Treusler zu kriegen, aber dann hatte er scheinbar den Disconnect. Also war es für mich die Fights natürlich waren sehr, sehr gut, aber am Ende war es dann natürlich ein bisschen alleine. Also die letzten 20 Minuten war dann wirklich gar nichts mehr auf der Strecke los, außer halt Überrundungen, aber Infights und Positionen gab es jetzt keine. So, dann Ja, machen wir also. weiter. Achso, wenn du noch was sagen willst, ist okay. Nee, ich wollte nur noch mal sagen, dass die Fights echt viel Spaß gemacht haben mit Häusler, als noch die Zeit da war dafür. Okay, gut, dann machen wir weiter und zwar mit den GTEs. Gratulation an Tommy Azulin, zum zweiten Mal hintereinander gewonnen. Danke dir, danke. Ja, dann Und erneut auch nochmal. wieder einen starken Fight mit dem Alex Jakowski gehabt, auch wenn es einen kleinen Zwischenfall gab in der zweiten Schikane. Ja, Was war da los? wir hatten halt in der Kurve vor allem einen ziemlich unterschiedlichen Kurvenspeed, und ich habe dann ein bisschen mein Auto verschätzt und wir haben uns dann schön parallel gedreht. Hat schön ausgesehen. Haben zum Glück auch nicht so viel Zeit verloren jetzt, und dann ging es weiter. Aber sonst war an sich ein super sauberes Rennen. Auch mit den Überrundungen war gut und auch nochmal einen dicken Respekt an Alex, das war erste Klasse. Okay, Alex, was möchtest du was dazu sagen noch? Ja, also erstmal Gratulation an Tommy. Also der hatte wirklich eine super saubere Pace gehabt und hat da alles rausgeholt, was ging. Da kann man auch nichts gegen machen. Also wirklich Respekt dafür. Ja, also die erste Hälfte, da kann man sich echt nicht beschweren. Das war wieder Fighten vom Feinsten, wie beim Rennen davor. Ja, das war so ein Hin und Her, ne? Vor allem da auf der Geraden, das war immer, ne, so on the edge sozusagen, ob da jetzt Tommy vorbeikommt mit dem Topspeed oder nicht. Das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Dann der Boxenstopp, da lief alles soweit gut. Also da habe ich eigentlich gedacht, dass das schon ganz gut war. Aber nach dem Stopp, da hat er anscheinend den Turbo-Knopf gezündet, weil ab da hat er richtig das Rennen dominiert, ne? Und da konnte ich gar nicht mehr mithalten. Dementsprechend, ja, hat er so souverän den Sieg geholt. Ja, und Kielami war das ja schon so ein Fight. Jetzt wieder, jetzt das nächste Rennen ist dann in Portugal. Glaubt ihr, habt dann auch wieder dieselbe Pace oder wie findet ihr die Strecke?
Also ich glaube, dass Portugal, also Portimão, dem BMW eher liegen wird. Weil mehr Kurven und so, aber abwarten. Ich setze mir da auch ein bisschen mehr Hoffnung. Ja. Werde auf jeden Fall alles geben, auch in der Vorbereitung. Man muss ja zugeben, also Mexiko, zumindest auf meiner Seite, war jetzt nicht die Nummer 1 Strecke, muss ich sagen. Da ist Portimão vielleicht schon mehr eine Chance, da sozusagen was wirklich zu machen. Deswegen bin ich mal einfach gespannt und hoffe das Beste. Alles klar. So, jetzt noch mal eine Frage an alle. Möchtet ihr noch was loswerden? Pay to win for the win. Okay, gut. Dann würde ich sagen, war's das. Wir hören uns dann beim nächsten Rennen wieder. Sei es WEC, sei es Renault Cup oder GT1. Bis dahin, schönen Abend noch und ciao. Tschüss. Ciao. Ah. Ciao.